bei Gabis Kochbuch. Ich möchte mit euch heute Wachauer Marillenpalatschinken zubereiten. Also Pfannkuchen mit einer Marillenfüllung, Aprikosenfüllung. Meine Marillen sind ja deine Aprikosen. Und die werden wir in ganzen Stücken in Karamell kurz schwenken, ehe wir dann unsere Palatschinken damit füllen. Wir brauchen für den Teig Mehl, Eier, Milch, Salz, eine Prise Zucker, Butterschmalz zum Auspacken. Du kannst jedes andere hitzebeständige Fett dafür nehmen. Wir brauchen etwas Zitronensaft, dann eben nochmal Kristallzucker, etwas Wasser und dann ganze Marillen. Für unsere Palatschinken stelle ich jetzt einmal den Teig her und dafür gebe ich Salz und Zucker zum Mehl dazu. Die Eier habe ich mit der Milch verrührt. Und alles rühren wir jetzt zu einem schönen, glatten Teig. Ich habe jetzt alle Zutaten zu einem schönen, glatten Teig verrührt, der möglichst keine Klümpchen haben sollte. Wenn es trotzdem passiert, dann einfach durch ein Sieb durchstreichen. Während der Teig für unsere Marillenpalatschinken anzieht, bereite ich die Fülle vor. Dafür nehme ich die Kerne heraus und schneide die Früchte in Spalten. Mir hat ja gestern ein Sturm meinen Baum abgeräumt. Und jetzt müssen wir heute alles ruckzuck verkochen und darum können wir heute so feine Palatschinken genießen. Ist aber keine Hexerei, kannst du auch jederzeit ganz einfach nachmachen. Für unsere Füllung habe ich jetzt Zucker karamellisiert. Da gebe ich mal Zitronensaft dazu, dann löst er sich nämlich schon auf. Etwas Wasser und dann jetzt am Ofen schön lösen lassen. Ich habe das Karamell jetzt schön aufgelöst, gebe meine Früchte dazu. Je nachdem, wie fest ihr sie habt, meine sind ja schon wirklich ist fertig. Lassen wir sie da drinnen ziehen. Ich gebe jetzt noch etwas Mandellikör dazu. Kann man auch weglassen, wenn man mit Kindern isst. Je nachdem, wie es einem schmeckt. Nachdem jetzt unsere Füllung fertig ist, bereite ich die Palatschinken vor. Jetzt backen wir unsere Palatschinken aus. Ich habe eine schöne heiße Pfanne. Da geben wir einen Schöpfer von unserem Teig hinein. Verteilen sie schön. Lassen sie da einmal braten. Wenn die Oberseite beginnt zu trocknen, können wir sie wenden. Wir werden sie jetzt nicht schupfen, sondern einfach mit dem Pfannenbinder wenden und auf der zweiten Seite jetzt auch noch ein bisschen bräunen lassen. Unsere Wachauer Marillenpalatschinken fülle ich jetzt mit den karamellisierten Marillenstücken und dann rollen wir es ganz einfach ein bisschen schlampig ein. Drauf. Und wir können dann schon genießen. Als besondere Garnitur zu unseren Wachauer Marillenpalatschinken gibt es jetzt noch etwas Schokolade. Schmeckt dann ganz, ganz himmlisch dazu. Süß. Ich habe hier
Zartbitter-Kuvertüre. Ist ein bisschen herbe genommen. Freut mich, dass du dabei warst bei diesem wunderbaren österreichischen Palatschinkenrezept. Dass du natürlich auch als Pfannkuchen oder als Crepe essen kannst. Bis zum nächsten Mal bei Gabis Kochbuch auf meinem Kanal.